Wie man vielleicht erkennt, befinde ich mich in Hongkong. Wie man sieht, sieht man nicht viel. Die ganzen Tage ist es diesig bzw. voller Smog. Wie ihr sicherlich wisst, ist Hongkong keine normale chinesische Stadt. Hongkong war bis 1997 eine britische Kolonie und auch jetzt besitzt es noch einen ausgedehnten Autonomiestatus. Zum Beispiel ist Hongkong von der Internetzensur der chinesischen Zentralregierung nicht betroffen. Das führt allerdings dazu, dass sehr viele Festlandschinesen, welche natürlich nicht so üppig mit Freiheiten ausgestattet sind, hier nach Hongkong kommen und der Platz auf der kleinen Insel knapp wird. Überall, wo auch nur ein bisschen Bauland zu finden ist, auch in der entlegensten Bucht, werden Hochhäuser hochgezogen mit winzigen Apartments. Es gibt einfach zu viele Menschen auf zu wenig Raum. Alles das, was in Tokio trotz der vielen Menschen, aber aufgrund des japanischen Temperaments, ihrer zuvorkommenden und rücksichtsvollen Art noch gut geklappt hat, klappt hier nicht mehr so gut. Denn, um es vorsichtig auszudrücken, mit dem Wort rücksichtsvoll würde ich die Chinesen nicht bezeichnen. Es ist laut, es ist dreckig, es ist voll, der Verkehr ist ein Chaos. Und immer wenn man irgendwo langläuft, wird man angerempelt oder gefragt, ob man nicht was kaufen möchte. Aber trotzdem, oder gerade deswegen, ist Hongkong etwas ganz Besonderes und auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ui, das klang ja schon wieder viel zu negativ. Ja, die ganzen Leute haben mich schon ein bisschen genervt, aber trotzdem war es großartig. Und so dreckig war es auch nicht. Außerdem hat Hongkong auch ruhige und bezaubernde Ecken. Schön angelegte Parks zwischen den Wolkenkratzern. Ein bisschen außerhalb befindet sich der Tempel der 10.000 Buddhas. Und ich habe mal nachgerechnet, das könnte tatsächlich hinkommen. Diesen hier fand ich am besten. Aber was ist besser, 10.000 Buddhas oder ein riesiger? Zu diesem kommt man mit einer langen Seilbahn durch den Dunst. Aber es lohnt sich. Nicht nur Buddha ist da, auch Kühe und ein Kloster mit noch mehr goldenen Buddhas. Aber zurück in die Stadt. Die Skyline ist schon etwas ganz Besonderes und wirklich atemberaubend. Hongkong besitzt mit Abstand die meisten Wolkenkratzer der Welt. New York liegt dabei mit etwa halb so vielen, abgeschlagen auf Platz 2. Da ich mich schon seit meiner jüngsten Kindheit für Wolkenkratzer interessiert habe, fand ich das natürlich super cool. Und jeden Abend gibt es eine Lichtershow. Und das Beste kommt zum Schluss. Und jetzt werde ich ein Experiment machen. Ich werde ein Century Egg essen, beziehungsweise ein tausendjähriges Ei. Von außen sieht es so aus, wenn man das Ganze, was drumherum ist, Gewürze und so abgemacht hat, sieht es so aus, wie ein normales Ei. Und von innen soll es dann schwarz sein. Mmh, lecker sieht das aus. Ich weiß nicht so recht, was mich erwartet, aber es wurde mir empfohlen, dass ich das doch unbedingt mal ausprobieren soll. Okay, es sieht sehr glibbrig aus. Ich werde einfach mal reinbeißen. Ich habe ein bisschen Angst. Also das Außen
schmeckt ja wie Ei. Aber das Eigelb, was kein Eigelb mehr ist, schmeckt ein bisschen wie verdorbener Fisch. Ja. Stop. Guten Abend. Ich habe Sie erwartet. Willkommen in meinem viel zu großen Zimmer im Marina Bay Sands Hotel in Singapur. Hier in Singapur, wie schon auf der ganzen Reise, komme ich mir vor wie ein Dörfler, der sein Dorf noch nie verlassen hat. Ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr raus. In Singapur kleckert man nicht, man klotzt. Dies gilt auch für dieses Hotel. Es besteht aus drei großen Türmen, welche durch einen Infinity Pool im 57. Stock verbunden sind. Dort schwimmt man quasi über der Stadt mit einem fantastischen Ausblick. Bei 33 Grad und einer ultrahohen Luftfeuchtigkeit habe ich diesen Pool auch sehr gerne in Anspruch genommen. An dieser Stelle möchte ich meinen Eltern auch nochmal ganz herzlich danken, welche mir zwei Nächte in diesem tollen Hotel spendiert haben. Man hat einen tollen Blick über die gesamte Marina Bay Area, vom Hafen über die Downtown bis hin zur Formel 1 Strecke, auf der gerade die Vorbereitungen für die chinesische Neujahrsfeier stattfinden. Einen Kritikpunkt habe ich allerdings an diesem Hotel und das ist, dass es nicht so richtig Charme versprüht. Es ist unpersönlich und die Lobby erinnert eher an ein Einkaufszentrum als an eine gemütliche Lobby eines alten Hotels. Auch ein Casino gibt es hier, ein riesiges Casino. Und wieder kam ich mir klein und naiv vor. Ich habe zwar nicht gespielt, aber heute Nacht habe ich gleich davon geträumt, wie ich bei Spielen, dessen Regel ich überhaupt gar nicht kenne, mein ganzes Geld verloren habe. Die anderen zwei Nächte habe ich in einem nicht ganz so exklusiven Hostel verbracht, was aber dadurch nicht minder interessant war. Durch die schließfachartige Anordnung der Betten hatte man tatsächlich mehr Privatsphäre, als man denken könnte. Dieses Hostel befand sich inmitten von Chinatown, welches durch das chinesische Neujahrsfest völlig überfüllt war. Bei 33 Grad für mich gar nicht mehr so angenehm. Dafür war was los mit chinesischer Live-Pop-Musik. Viel angenehmer ist da schon die Marina Bay Area. Diese befindet sich zwischen Downtown, dem Marina Bay Sands Hotel und der Formel 1 Strecke. Und sie ist das Zuhause für Singapurs Wahrzeichen, dem Merlion, einer Kreatur, welche eine Mischung zwischen Fisch und Löwe ist. Hier versuchen alle Touristen, möglichst interessante Fotos mit der Wasserfontäne hinzubekommen. Wer ein bisschen Natur möchte, geht zu den Gardens by the Bay. Die sind zwar auch komplett künstlich, aber nichtsdestotrotz schön und laden ein zum Ausspannen. Hier ist sowieso nicht allzu viel natürlich, aber als kleiner Stadtstaat muss man eben jeden Quadratmeter Land gut nutzen. So auch die Sentosa Island. Die Sentosa Island ist ein Resort mit Themenpark, dutzenden Einkaufsmöglichkeiten und malerischen Buchten mit Sandstrand. Am Übergang zur Sentosa Island, einem der zig Einkaufszentren, schloss sich dann der Kreis zu meiner letzten Reise. Dort bin ich in Philadelphia, einem Kriegsschiff der US-Marine, über den Weg gelaufen. Hier war es eins der Singapurer Marine und es wurde am Nationalfeiertag durch diese vorgestellt. Und noch mehr Kreise haben sich geschlossen. In Montreal war ich ja auf der verschneiten und nicht wieder zu erkennenden Formel 1 Strecke. Auch hier gibt es eine Formel 1 Strecke und auch die war kaum wieder zu erkennen durch den Nationalfeiertag und den Feierlichkeiten zum chinesischen neuen Jahr. Hier rasen zum Rennwochenende die Formel 1 Wagen lang und biegen dann, genau wie diese bunten Frauen, auf die Start- und Zielgerade. Okay,
Das soll es aus Singapur gewesen sein. Für mich geht es dann als nächstes nach Thailand. Tschüss!